Ich hoffe, das Ding fährt besser. Es fährt erstmal gar nicht. Hui, 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 hui. Das Ding ist eigentlich nicht für Fliegen gedacht. Aggressivität. Hier schon mal gestorben. Genau aus diesem Grund. Ich hasse das. Schönen guten Tag. Das ist mein Weg. Ja, ja, ist doch gut. Ja, und dann mit Hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival mit den Kabinen, der seine ersten Ausflüge machen tut. Mit dem Bohrer haben. Dann platziere ich mal das Ding. Das wird ja keine Energie kosten. Ey, das war damals ein Motorrad. Ich hoffe, das Ding fährt besser. Es fährt erstmal gar nicht. Hä? Warum fährt denn das nicht? Sag jetzt nicht, ich muss jetzt hier Steuerung und so einstellen. Bin gleich wieder zurück. Ach so, da bin ich wieder. Ach, ihr müsstet mit C runter senken. Dann könnt ihr nicht fahren und mit Leertaste müsst ihr euch hochhavern. Ach so, darauf muss man erstmal kommen. Ich gerade hier kriegt eine Steuerung. Hä, ist doch alles aktiviert. Warum fährt das Ding nicht? Jetzt weiß ich. Oh, das ist die Steuerung wie in 7 Days. Mit der Maus. Ist ja maustastisch. So, kann ich auch so rumgucken? Kann ich auch so schießen? What she said. Naja. Alter, ich hab keine Ahnung. Da hinten sieht aus, als ob da eine Struktur ist. Da wir ja mobil... Ups. Moment mal, ich muss mal gucken. Da wir ja mobil sind, sollte ja kein Walzer spielen. Alter, die Steuerung ist aber auch ganz schön empfindlich. Ja, ne? Ey, aber das ist doch schon eine... Ach so, das ist bloß ein Baum gewesen. Mann. Das ist ja mal geschwindigkeitsmäßig overends geil. Ups. Hä? Achso. Muss ich mich wieder hochhavern? Kross. Ach übrigens, hier sind wir im Gebiet hier von Mrs. Kram Kram. Ja, so. Raptoren. Muss ich mal kicken? Wo ich jetzt bin? Nee, eigentlich müsste ich ja da unten Richtung Wasser hin. Kann ich mir das markieren? Ja, kann ich. Nice. Wird das auch angezeigt? Ja, wird das. Da werden wir jetzt mal hinhavern. Aber volle Möhre. Ich will den Bohrer haben. Zum Glück weiß ich, wo der ist. Leider weiß ich auch, dass der ja nicht so leicht zu kreieren ist. Und das ist schon wieder Nacht, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ein Kilometer. Hui, 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 hui. Das Ding ist eigentlich nicht für Fliegen gedacht. Guck mal so nebenbei. Sag mal, kann ich hoch? Achso, ich habe ja keinen Anzug mit bei. Oh, denn ist es nicht so gut, dass wir da reingehen. Ich brauche unbedingt einen Anzug. Gut, dann muss ich das nochmal korrigieren. Weil ohne Anzug werdet reiner Selbstmord dahin zu. Ah, wann? Ah ja, gut. Dann bleiben wir erstmal zu Hause. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ich habe ja noch keinen Anzug. Bin ich denn wahnsinnig? Ich kann doch noch da hin und gehen auf Rambazamba machen. Die machen Rambazamba aus mich. Aber ich habe das schon mal markiert. Also in diese Richtung müssen wir hin. Ich hoffe, das ist meine Base. Achso, die wird ja auf der Karte angezeigt. Nice. Base. Nun gut. Ey, das ist ja mal cool. Seht ihr? Und da so weit haben wir gebuddelt? Das kommt mir ja nicht so weit vor. So, dann steigt mal ab. Ich will dich lieber einsammeln. Ich vertraue der ernsten Chose hier nicht. Hallo? Ich hab doch gerade Shift und so gedrückt. Hab ich nicht. Gut. Wer konnte da raten? So, bauen. Ja, Waffen. Waffen ist immer gut. Sturmi, wer ist genau mein Ding? Und die kann mir so ja bauen. Wie nice sind die denn?
kriegen jetzt hinterher? Ich täte mal sagen, in den ich Bäume platt mache, ne? Oder hier Strüpp. Gucken wir mal nach. Nee, das ist nicht Baum. Das ist Baum. Ja, das ist Baum. Pflanzenfaser haben wir gekriegt. Ist auch hier ein Audit, was wir brauchen. Immer rin. Krass. Also, neue Mission. Wir müssen Bäume klatschen, denn der Kabi will Munition haben. Ist mir noch nie passiert, dass ich Bäume kaputt machen muss für Munition. Aber gut, wenn das so sein muss, dann muss das so sein, ne? Also. Alter, das leuchtet im Dunkeln. Manche Pflanzen leuchten im Dunkeln, krass. Ah, braucht man ja nicht einsammeln. Solange ich den Kühlschrank da unten habe, also erstmal Energie und dann. Energie und dann Kühlschrank. So hält es wenigstens ein bisschen länger. Tata. Alter, ich kann ja nicht schlafen gehen, weil verpennst ja den halben Tag. Ich muss da noch irgendwie eine richtige Balance finden. Wisst ihr? Und ich brauche Villanhaarung. Sehr, sehr spannend. Aber gut. Das ist so wie das, ne? Da machst du erstmal nichts. Naja, gut, Licht brauche ich. Das kommt jetzt wieder rein. Stellen wir mal ein bisschen was her. Und wir stellen uns denn schon mal Munition. Aber ich glaube, die Stacks sind größer, ne? Ich glaube, die sind größer. Eine See wäre wahrscheinlich ja nicht mal so verkehrt, ne? Stellen wir uns auch gleich her. Scheiß drauf. Hauptsache, wir haben erstmal alles. Was soll's? Das ist ja wirklich so viel, wa? Sieben Baumstämme habe ich noch. Wie viele kriegt denn auch so ein Baumstamm? Später wird es, wie gesagt, als schneller gehen, wenn wir den ersten richtigen Konstruktor gebaut haben. Achso, der hat ja jetzt erstmal fertig gemacht. Gut, warten Sie mal, ich breche das mal ab. Nein! Das sollte es natürlich nicht abbrechen. Ich will Munition. Hau rein, Junge! Oh, ich finde es auch geil, dass du richtige Stacks machen kannst, ne? Also, du kannst einzeln und Stacks machen, wie in 7 Days. Sehr cool. Ach, ein 50er Stack ist das da. Okay. Ich muss mal kurz. Kann man die auch modden oder so, wie in 7 Days? Aber ich glaube nicht, ne? Nee, dafür gibt es verschiedene Waffen. Systeme. Naja, gut, macht Sinn, ne? Gut, dann werde ich mal schlafen, weil der große Vorteil ist, das Ding produziert wirklich während des Schlafes weiter. Also, es könnte fertig sein, wenn wir wach werden. Ob ich's nicht sagt. Alter, 1200 Schuss! Alter, wenn das bei 7 Days so wäre. Dann würde ich nur so was herstellen. Aber dann würde bei mir auch kein Wald mehr geben. So, der Tag ist coming. So. 7 Uhr. Wie sieht's denn aus? Ich brauche ja Level 5. Uns fehlen da noch sehr viele Sachen. Also muss ich da wohl noch ein bisschen abbauen. Es wäre cool, wenn wie bei 7 Days hier so eine Anzeige wäre, Level technischerweise. Skill-Fortschritt. Wisst ihr, wie viele Punkte noch fehlen? Das wäre nice. Das müssten sie noch einfügen. Aber gut, dann werden wir uns erstmal ein bisschen Eisen gönnen. Ich bin in Gönnerphase. Das sind die Räucher und die Tiere sind gar nicht da. Ist ja eine Frechheit. Warte mal, kann ich dich mal kurz hier so zack, bums, ich bin zu voll zum Laufen. Aber bloß ein bisschen. Hallo? Hallo? Dankeschön.
So, also, ich brauche Eisen. Eisen und Kupfer. Da mit der Steuerung. Eigentlich ist es wie bei 7 Days, aber ich muss mich trotzdem erstmal gewöhnen, weil die Lenkung doch sehr intensiv ist. Oh shit. Das ist nicht das Einzige, was ich brauche. Ich brauche ja auch Nahrung. Das sollte ich nicht vernachlässigen. Das könnte nämlich nach hinten losgehen. Übrigens, wir hatten immer noch keine Gegner, ne? Wir hatten zwar Kreaturen, aber keine Gegner. Bis jetzt. Jo, die Würze bringen ja nichts. Ich brauche ja diese Corn Dogs. Da wollte ich eigentlich mit euch hin. Ich glaube, das ist es. Ich habe gedacht, wir sind noch weit davon entfernt, aber sind ja nicht. Wo kann man die Entfernung unterschätzen? Wo war denn das? Ich hab's doch irgendwie mal gesehen. Achso, das Silizium. Also Silizium will ich ja nicht. Hä? Ich täte doch gerade noch ein Gebäude gesehen haben. Ich hab's mir nicht eingebildet. Ihr habt's auch gesehen. Ist die Rettungskapsel? Hä? Moment mal. Steigen Sie mal kurz ab. Wo ist denn das hier? Ich hab doch gerade noch ein grünes Gebäude gesehen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hab jetzt schon einen Dschungelkollaps. Das sind die ersten Auswirkungen. Komm ich hier hoch? Ah, ich komme zwar hoch, aber so ist es nicht geplant. Da muss ich wohl langsam hochrasen. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Da war so ein großer Pinökel eben gewesen. Ich hab's doch gesehen. Ich gehe mal kurz in diese Richtung. Das jetzt haben. Wie ist das denn nie so gut ist? Ist das auch so ein Riesendödel? Es war eben noch da. Ich bin noch nie bescheuert. Also nicht bescheuerter als sonst. Da hinten ist es, ne? Da ist es. Da müssen wir hin. Ich habe dich. Und gleich habt ihr mich. Alter, diese Steuerung, die ist natürlich extrem geil. Wie ihr seht, habe ich das Ding komplett unter Kontrolle. Alter, zum Glück gibt es hier keinen Fahrschaden. Hui! Also wird erst riskant, wenn wir da drinnen sind, ne? Also. Das sei, die haben das geändert. Oh, das ist das andere Gebäude. Das ist nicht das Gebäude, was ich gedacht habe. Das ist richtig kacke. Da brauchen wir ja nicht erst rennen. Die sind technologiemäßig weiter fortgeschritten als wir. Ich lasse das sein. Aber wir haben schon mal ein Gebäude gesehen. Also ihr habt jetzt eins gesehen. Hui! Ich will so ein primitives Dorf haben. So ein ganz primitives, wo ein Artefakt ist. Und da können wir mal kurz schauen. Wenn wir uns da nämlich nicht doof anstellen, im Stick das eigentlich rüberleben. Leben. 200 Meter, Alter, wie gesagt, das ist ratzfatz wahr. Eisenerzlager. Auch nice. Das ist das, was ich suche. So, warten Sie mal. Hier ist der Strand gewesen. Und ein Stück weiter war denn... Da ist so ein böses Vieh. Da will ich nicht hin. Die greifen auch an. Ich glaube mal nicht, dass ich hier über Wasser gehen kann. Das ist auch so ein Vieh. Das ist ein Blob. Boah, ich glaube, ich werde das ja nicht finden, wa? Oder? Wird das ja eigentlich immer so ein und dasselbe Gebiet, nicht wahr? Ich bin denn so strandmäßig lang gefahren. Bin durch Zufall drauf gestoßen. Sieht immer so passiert, wenn man drauf stoßen tut. Sorry. Versuche immer so ein bisschen mit einem schweifenden Auge
um ein bisschen die Gegend zu erkennen. Hui! Das Geile ist, dass man so schön die Orientierung verliert, ihr Kackersau. Und ich hab das Gebiet gefunden, wo ich hin will. Ich bin Anfänger! Normalerweise hätte ich ein A dran, aber ich bin zu doof, das mir zu krasten. Oh oh. Und das ist das, was ich meine. Nein! Mann, hau ab! Lass mich in Ruhe! Die sind mich aggressiv, die Viecher. Nicht alle, also ein paar sind gut, aber ein paar sind aggressiv. Das ist tief. Muss von der anderen Seite ran. Will nicht beballert werden. Und ja, nicht mit einem nicht vorhandenen Anzug, den ich nicht habe. Ich könnte versuchen, mich da so ein bisschen ranzutingeln. Da ist nämlich auch eine Kiste versteckt. Ich hoffe mal nicht, dass sie hier irgendwie auf die Idee kommen, mich jetzt anzuballern. Gut, ich kann direkt in der Gegend spawnen. Und außerdem, ich habe eine Knifte. Hallo? Den habe ich ganz vergessen. Die machen mich... Also, ich mach die zwar nie weg. Also, ich mach gar nichts, weil, wie gesagt, ich habe keinen Anzug. Das würde nämlich bedeuten, die zielen zweimal auf mich und dann bin ich tot. Zwei oder dreimal. Also, viel mehr vertrage ich gar nicht. Mir geht ja um die Kiste hier. Wo 5 Platten drin sind. Das hat sich richtig gelohnt. Sie könnte jetzt auch noch das ganze Material abbauen, ne? Das könnte ich tun. So, warte mal, ich sammle das auch gleich ein. Nahrungsmäßig. Oh, da drin ist auch Nahrung. Da können wir ruhig hin. Da passiert jetzt mal noch nichts. Noch nicht. Meine Lebensenergie ist ja voll. Alter, achso, siehst du, seit gestern, also für euch gestern, habe ich noch nicht ein einziges Mal abgespeichert. Ich tätel mal jetzt machen, wa? Nicht, dass ich Schiss habe oder so, aber ich habe Respekt. Das ist nämlich das Doofe, das ist nämlich jetzt das, wo ich weiß, was mich erwartet. Wird jetzt nicht nachts, oder? Du willst mich jetzt verarschen, oder? Wir haben 2 Uhr. Es wäre schön, wenn da stehen würde. Vielleicht kann ich das so ja einstellen. Muss ich mal später nachschauen, wegen 24 Stunden und so, ne? Ja, ja, das sind die Geräusche von da drinne. Ist ja nicht, warum ich das einsammle. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ah ja, mit doch eh. Seid ihr bereit? Ich auch nicht. Aber tut ja jetzt nichts zur Sache. So, da sind nämlich Spinnenviecher. Da, diese. Wo sind die denn? Aggressivität. Knarre ist richtig geil. Aber auch sehr, sehr schnell leer. Gut, ich hab das letzte Mal mit Pistole gemacht. Wie dumm. Jo, das heißt aber nicht, dass wir da drinnen. Also da drin ist es ein bisschen complicated. Weil die greifen mich auch an. Und da ich kein Licht habe, ist das jetzt sehr doof. Denn jetzt sieht es nämlich nach unten. Oder beziehungsweise erst nach oben und dann nach unten. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn ich das jetzt so mache. Aber ich werde es trotzdem machen. Rein für die Unterhaltung! Oh, 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 oh! Ui! Ihr hört's? Das sind keine Freundschaftsgeräusche. Nee, hier war ja halt noch schön, genau. Erst da unten ist aggressiv. Ja, wie gesagt, also Übersetzungen existieren manchmal, manchmal auch gar nicht. Was war hier? Noch ein Blueprint. Oder jedenfalls was zum Lesen. Ich
glaube, manche Sachen lernt er zu übersetzen, manche aber auch nicht. So, jetzt hoffe ich mal, dass der hier hochkommt. Manche kommen nämlich dann hoch und dann kann ich sie wegmachen. Alter, die Knarre, die ist geil. Das Problem ist aber, die können auch hier hochpieken. Also, das ist schon mal wieder zu flach. Und das sind nicht die einzigen. Ich weiß das. Bin nämlich hier schon mal gestorben. Aha. Genau aus diesem Grund. Ich hasse das. Schönen guten Tag. Ich bin kein Tisser, ich bin bloß vorsichtig. Schön daneben schießen. Das krieg ich hin. Aber ich habe auch hier noch Munition. Bitte, funktioniert jetzt. Ah, es funktioniert. Ist nicht so, wie ich mir denke. Ja, ja. Lass mir in Ruhe, ich würde bloß übernehmen. Das ist nämlich das Problem. Ja, ja, ihr könnt zurückpieken. Das habe ich jetzt auch mitgekriegt. Ich muss mir erstmal ein bisschen Lebensenergie gönnen. Gönnergy. Sorry, tut mir leid, muss das sein. Aber die Sicht ist aber auch begrenzt. So, das sind zwei, aber das sind immer noch nicht alle. Ich weiß das. Ich höre nämlich immer neue Geräusche. Da, siehst du? Wischen der. Wischen der. Schläge die nicht. Geronimo. Alter, ich hab gedacht, der war daneben. Down. Und ich könnte mir jetzt auch quasi das nächste bauen. Aber ich sehe auch noch so ein Infizierter. Das weiß ich auch. Jedenfalls war der mal hier. Und Echelvieh. Ich hab mir jetzt ein Bild, da ist Ina. Seht ihr noch irgendwas? Nee, aber ich hört. Also ist noch was vorhanden. Warten Sie mal, ich versuch mal hier den Sprung hier rüber. Aha, ich hab dich. Oder du hast... Nee, jetzt hast du mich. La la la. Ich hoffe, ich höre immer neue Geräusche. Das heißt, hier sind immer noch welche. Ich hasse das. Nicht, dass ich die jetzt versuche zu looten und die greifen mich an. Moment. Nee, der war schon tot. Also noch toter geht's ja nicht. Die sind da oben. Mick. Lass mich in Ruhe. Diese Texte sind ungünstig. Doch nicht jetzt. Ja, lass mich in Ruhe. Ihr könnt doch keine Texte während des Fightes machen. Das geht nicht. Warum verschwinden die? Wollte gerade sagen. Verschwinden und kommen nie wieder. Hallo. Na, fehlt. Also normalerweise war hier auch noch so ein Infizierter. So ein Ekliger. Das Team eigentlich. Ja, ja, ist doch gut. Bin bloß vorsichtig. Ich trau den nämlich nicht. Ich sollte mehr essen. Essen, nicht schießen. Ich weiß, meine Rehe. What she's it? Aber doch nicht jetzt. Gib mir erstmal Lebensenergie. Naja. Immer schön drin in der Wampe. Da werde ich mir mal gleich ein paar. Okay, mach mir doch nicht. Später vielleicht.
Moment mal. Oh, ich hab hinten aus der Lücke das nicht rausgeholt. Also oben. Da ist noch eine Lücke. Da hätte ich was rausholen können, nahrungstechnischerweise, was mich richtig nach vorne bringen tut. So. Da ist das drin, was ich haben wollte. Da ist es. Da haben wir den Bohrer. Der ist ends geil. Der ist richtig nice. Das ist der Best. Erstmal, den gibt es natürlich noch besser, aber. Es tut ja nichts zu Sachen. Nein! Willkommen zurück. Ich muss da rüberspringen. Habe ich vergessen. Das habe ich einfach verdrängt. Moment mal, ich brauche da jetzt ja nicht mehr rüberspringen. Ich kann doch hier unten lang laufen. Die sind doch jetzt alle dead. Die sind alle tot. Naja. Piep, 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 piep. Piep, piep, röt. Och, Mensch. Tabin, der Parkour-Gott, hat schon wieder zugeschlagen. Nochmal. Aber einer fehlt hier. Geräusche technischerweise, als ob noch einer da ist. Alle guten Dinge sind drei. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Warte mal, ich kann ja eigentlich schon mal den Anzug machen, wa? Nee, bei Waffen wartet, ne? Nee, wart nicht. Nee, dann sollte ich auf Waffen drücken, ne? Hm. Ich hab den Anzug. Den werden wir uns gleich zu Hause bauen. Sniper brauche ich jetzt noch nicht. Tools technischerweise ist, glaube ich, noch nicht besser. Moment mal, ich hab da Tools gerade. Ach nee, Werkzeug da, wo muss ich hin? Level 10. Naja, gut, ich brauche den jetzt nicht mehr bauen. Hallo? Das ist ja nicht das, was ich gedrückt habe. Ich will nämlich was ausprobieren. Nee, kannst du nicht abbauen. Brauchst du das andere? Ach nee, das ist bloß jetzt, wie gesagt, Sachen abbauen und so. Und Underground. Bloß nicht so weit. Ich sehe gar nichts. Ich muss da rüber. Da müssen wir hin. Oder erstmal runter und dann nochmal dahin. Weil es so schön war. Ich bin gesprungen! Ich bin gesprungen! Verdammt! Wir werden hier sterben. Wir werden hier alle sterben. Bin ich hier in diesem Borgwürfel und komme nicht raus oder was? Ich habe das offline gleich so beim ersten Mal geschafft. Gut. Das wusste ich auch nicht, dass wir uns den ganzen Weg hätten sparen können. Ist aber auch schön. Der kommt mir vor wie so ein Lemming. Ich versuche das mal so und drin einfach rüber. Ha! So, da ist eine Spinne. Da ist immer noch eine Spinne, die bewegt sich. Stirb leiser. Ist immer noch da. Nee, die bewegt sich immer noch. Du alte Spinne, du. Ich hasse euch. Ihr beißt nämlich. Und verhilft er damit. Das will ich nicht. Sag mal, kann ich mir auch im Inventar denn Nahrung machen? Ja, vielleicht technischerweise. Nee. Dazu brauche ich natürlich die Koch-Dings-Platte. Oder den Grill. Ja, wie viele denn noch? Fahren das Ding. Das Ding stürzt jetzt aber nicht zusammen. Ey, das ist total muchtig, ist das. Das ist jetzt hier so in Dunkeln, ne? Und ich muss das hier in Dunkeln machen. Ich habe ja von vornherein gesagt, das ist eigentlich ideal, wenn ihr den Anzug habt. Wenn ihr hier geht. Ich halte mich noch nicht mal an meine eigenen Sachen. Wie immer. Ich kann bloß auf Vermutungen hier raus, ne? Hallo, du. Na, du. Ich sehe wenigstens. Sind zwei, wa? Yep, es waren zwei.
Ihr kleinen frechen Frechdachse. Hm? Lu? Dein Ernst, oder? Du kannst hier alles kaputt machen, aber diese kleine kaputte, die kannst du nicht kaputt machen. Was soll denn der Schmuh? So, genau. Ich muss den Schalter betätigen. Ich weiß jetzt nicht, warum das hier kaputt geht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und jetzt sind wir nämlich genau da, wo wir vorhin waren. Wo ich die Viecher abgemokst habe. Haben wir nochmal so ein DA. Genau, ist das richtig? Und das habe ich gemeint. Hier sind bloß zwei Sachen drin. Das verjammelt? Das ist nämlich richtig geil. Nein! Das ist so geil, dass ich das wieder wegschmeiße. Das ist immer noch dunkel. Aber ich habe den Bohrer. Das täte mich nur interessiert haben. Das ist das, was ich machen wollte. So, jetzt muss ich erstmal nach Hause. Oh, eine Wampe. Ups. So, das heißt, machen Sie mal bitte die Karte auf. Kann ich den Punkt auch wieder entfernen? Yes. Yes, we can. So, und da ist meine Base. Dann brauche ich nicht gucken, wo ich hin muss. Gut, muss ich wohl doch. Ich sehe den Punkt nämlich gerade nicht. Hä? Ich habe eine Markierung gesetzt. Wenn ich sehe die Markierung nicht. Ist das die da, wa? Ist es die da? Ich gehe mal davon aus, dass es die ist. So, und jetzt im Dunkeln hier durch die Gegend habern. Das ist na. Hey, hier ist ja so ja Licht dran. Nice. La la la. Durch den Mangrovenwald. Mit einem sehr unkontrollierbaren Ding durch die Gegend habern. Achso, hier ist ja das Wrack. Da außen rum. Nette. Och Mann, Spiel. Ich brauche ein anderes Vehikel. Also ich sag mal so, das Bike war ein bisschen besser. Weil das ist nicht ständig hochgeflogen. Oh, Wasser ist nie so gut, wa? Ja, ja, gut, das habe ich mir gedacht. Yep. Das habe ich mir gedacht. Wasser ist Achilles. Los, ruf auf das Ding. Aber mich weg. Oh, drehen. Achso, ich muss ja hoch. Drehen. Oh, oh. Och, Mann. So eine kleine Fitze reicht schon aus, mich außer Gefecht zu setzen. Das ist doch Mucht, ist das. Nochmal hier so. F. Ein Stück weiter weg. So. Lass mich nicht clean. Hm? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das Ding hin? So, hoch damit und dann immer schön weg vom Wasser. Also, ich sag mal so, das Fahren ist noch nicht so ideal. Und das liegt nicht an meiner Fahrkunst. Ey, wir haben es geschafft. Wir sind aber zu Hause angekommen. Das ist etwas zählt. Oh, ist das schön. Jetzt wird das Abbauen viel einfacher gehen. So, ich kann das Ding ja hier parken. Das war nicht so weit weg. Also die Unterschiede, wo man absteigen tut, ist doch ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Da, da ist gut. Okay. Okay, dann speichern wir mal ab und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Macht euch einen schönen Tag. Dann bauen wir mal hier weiter, wa? Also, bis dann, ich bin raus. Tschüss.